Hallo und herzlich willkommen zur 324. Folge Let's Play Minecraft Staffel 6 hier aus dem wunderschönen Nordwehen. Und ich habe hier mal weitergemacht im Offscreen, ein bisschen den Berg weg zu klopfen. Und das schaut im Endeffekt so aus: Ich habe hier auch mal ein paar Zäune hingestellt, weil die Dorfwohner mir dann hier immer reingefallen sind. Ich habe den Weg hier allgemein ein bisschen präpariert, dass die nicht so einfach hier reinfallen können. Ich habe aber immer noch die Bange, dass die hier mal so einen kurzen Sprung machen und dann drüber landen. So, nichtsdestotrotz können wir immer noch so durchgehen und das mal immer mal abprüfen. Und da ist jetzt hier auch am Bahnhof ein kleines Gate, sage ich jetzt mal, wie man da einfach durchlaufen kann. Mir wurde gesagt, dass man da auch einen Zaun drin machen kann, aber man kann es auch so machen. Ja. Da habe ich hier eben noch Zauntore hingestellt, dass sie nicht da einfach drauf kommen. Und dasselbe dann hier mit so einem Zaun außenrum. Und es wird gerade nachts, sehe ich. Lege ich mich mal schlafen. Ist gerade so eine perfekte Nische dafür. Zack, kannst du nachts schlafen. So. Laufe ich mal wieder zurück. Hier steht auch noch was drauf. Tore an der Bahnanlage nach Betätigung geschlossen halten. Habe ich extra noch mal hingestellt, dass sie da nichts putt machen. Beziehungsweise nicht auf die Bahn laufen mehr. So, jetzt kommen wir natürlich von der Seite nicht so wirklich rein. Da tun wir hier den Zaun wegklopfen. Zack. So können wir auch nach oben. Tun wir hier die restliche Erde hin befüllen. Mein Inventar schon leer gemacht, seht ihr gerade. Alles in der Truhe, die ich euch jetzt zeige. Da. Aber die ganze Erde ist dann wieder so weggegangen. So, hier muss ich mal einen lassen, weil das dann zuwächst. So, hier ist dann die Straße, die wird dann so weitergeführt, wo dann noch Gebäude herankommen. Wie gesagt, bis zu dieser Linie. Und des Weiteren habe ich hier von der Schenke, die hat letztendlich einen Namen. Hier habe ich mal ein paar ja, Getränke reingestellt. Und die heißt jetzt Schenke zum Altstadtkrug. Und den werde ich dann noch, das heißt das, einrichten. Und ich habe mir auch überlegt, die Etage hier noch ein bisschen in die Richtung auszuweiten, dass es noch ein bisschen größer ist. So, des Weiteren habe ich auch ein bisschen am Hafen weiter gebaut. Ihr seht dort hinten schon ein Gebäude. Und ja, ich kann immer hier rumgehen. Zack, zack, zack. Hier ist gerade nichts los am Markt. Heute ist kein Markttag. Da ist der leere. Hier ist so ein bisschen was entstanden mit lilan und orangenen Ton. Hier mit Ziegelstein, mit Eichenholz und hier ganz viele Truhen. Und hier ist der Hafenbereich an sich mit diesen Lampen und Kränen, wo ich mir nochmal genauer Gedanken machen muss. Hier hinten. Mal kurz die Eichhörnchen-Taktik ist ja der Hafen von Wattungen und da habe ich auch einen guten Übergang gemacht, indem ich hier eine Treppe hingepflanzt habe, hier so ein bisschen das auslaufen lassen habe und ein Ortsgangsschild hingeballert habe, dass mich hier nach Wattungen weiter geht und hier nach Nordwehen. Zack. Das ist jetzt der Stadt der Hafen und ich darf auch ganz herzlich begrüßen den lieben Delfino. Guten Tag. Hallo. Manche haben es bestimmt schon mitbekommen, dass ihr jemanden auf der Minimap gesehen habt oder auch schon am Bildrand. Da ist der Liebe. Guten Tag. Hallo. Genau, hier kommen so Speichergebäude hin. Und diese Speichergebäude, da habe ich mir den geistlichen und kreativen Rat des lieben Hauptmanns geholt. Jo. Und Stimmt. hatten schon vor der Aufnahme hier eine kleine Kleine Besprechung. Besprechung, genau, so kann man es auch sagen.
wie man dann hier weitermachen kann und eine zweite Etage draufsetzen kann. Und da gibt es einmal diesen Vorschlag und einmal diesen Vorschlag. Und wir nehmen, glaube ich, den rechten jetzt, ne? Sagen wir es gar nicht. Ja. Da es ja doch etwas höher wird, Ja. kann man den rechten eigentlich dann nehmen. Erst Moment sah wuchtig aus, aber im Gesamt dann, wenn man noch sich die ganze Etage drüber denkt, dann passt es schon. Genau. Was der Delfine noch nicht weiß. Da Ne, hier kommt unten ein ist ein Keller. Vogel. Ne, ne. Ist nur ein Abgang. Wenn da unten mal immer mal ein paar Monster rumlaufen. Nehmen wir die Steine. Wo ist die Holztruhe hier? Ich ein Holz rausnehmen. Zack. War das erstmal die Seite. Zack. Und zack. Und dann muss ich mal hochgehen. Schub, schub, schub. Die Seite habe ich hier schon mal ein bisschen in den Boden reingezogen, dass ihr euch das vorstellen könnt. Hier ist das jetzt. Und zwar ist das dann so und so. Und hier oben drauf kommen auch nochmal solche. Und hier drauf kommen dann diese. Korrekt. Jo, jo. Jo, jo, genau. Geht, geht. Das gleiche an der Stelle. Da muss ich dann wahrscheinlich von unten her ein bisschen nachhelfen. Autsch. So, hier habe ich ein bisschen Pilz. So. Machen wir gleich mal ein paar Platten von. Und der Delfino hat mal eine spannende Aufgabe. Was ist der Plan? Der Plan ist, er soll noch eine zweite Etage drauf. Und ich glaube, ich werde auch mit den Farben hier machen. Braun und Weil, Orange. Weil sonst wird das ja. wahrscheinlich zu bunt. Und die Ja, Frage ja. ist, baut man jetzt mit den Fichtenstämmen weiter nach oben? Oder sagt man wirklich hier, man nimmt den Eichenholzstamm, geht mit diesem weiter nach oben? Das schaut auch wahrscheinlich nicht sehr hier, das nicht schlecht aus. Und sagt dann, man nimmt hier hellgrauen bzw. weißen Lehm, weißgebrannten Ton, Lehm, und ouch, bastelt dann die Fenster dort rein. Was machst du? Ich falle mit Leidenschaft hier runter. Ja. So wie die Fotografen immer weiter zurückgehen, zurückgehen, Batsch. Und dann landen sie im Brunnen. Ja. Genau. Hier unten ist nämlich noch hohl, das wird alles noch ausgefüllt mit Erde. Und die Mauer sieht jetzt erstmal von vorne her so aus. Und seit ich die Mauer hier gebaut habe und mehr an dem Bereich bin, und ihr seht, es ist schon ordentlich was los, was ja keine Mauer anbelangt. Und hier unten, Ja. da kommt dann noch bemusster Stein mit rein. Ja, von außen wirkt schon. Ja, ne? Also wenn Ich die habe schon die Pfähle noch stehen. Vorversion quasi gesehen. Das stimmt. Noch ohne der Verzierung. Das wirkt jetzt schon. Bei mir ist übrigens auch zu sehen, das Ganze. Sehr schön. Sehr schön. So. Haben wir noch ein paar Treppenstufen zum Heransetzen. Das kommt wahrscheinlich dann in die Zeit auch. Zack. Nee, das war falsch. Würde das da jetzt mit dem Orangen und Braun besser aussehen oder was würdest du vorschlagen? Von den Farben her oben. Das ist eben die Frage. Man könnte das Gleiche nehmen, aber dann fehlt vielleicht die Abwechslung. Aber zu viel würde ich auch nicht variieren von den Farben her. Also wenn dann irgendwas Passendes nehmen, wenn man wechselt, was irgendwie zu Orange dazu passt. Der normal gebrannte Ton.
Der normal gebrannte Ton, der ist ja mit der Farbe dann am nächsten dran. Und das ist richtig. Den könnte man ja dann nehmen. Ja, genau, quasi warme Farben. Korrekt. Ey, der gelbe wird zu grell sein, oder? Ja, der gelbe ist wahrscheinlich zu grell, das stimmt. Aber es wäre auch eine warme Farbe. Aber was halt nicht passt, ist blau oder grün. Das wäre zu extrem. Das Aber stimmt. der normale würde gehen. Rot, weil müsste man testen, aber ist wahrscheinlich auch zu extrem vielleicht. Rot ist zu extrem, das stimmt. Aber würde ideal zum Backstein passen. Das ist richtig. Auf dem Backstein würde rot passen oder weiß. Können es auch weiß machen, die obere Etage. Das passt fast immer zu anderen Farben. Stimmt, müssen das mal ausprobieren. Ich habe wahrscheinlich ein bisschen gebrannten Ton im Lager. Genau, müsst mal testen, so ein paar Testwände und dann schauen, was am besten wirkt. Genau. Ganze zusammen. Speziell vorne, da kann man ruhig was anderes probieren. Von der Vorderseite her. So, ich baller das jetzt mal so ran. Wie hoch geht man da jetzt? Ich habe hier unten eine Deckenhöhe von 5. 1, 2, 3, genau. Und da kommt jetzt eine Halbstufe, sozusagen ist es eine Deckenhöhe von 5,5. Dann könnte man ja jetzt hier, wenn das die oberste Etage ist, eine Deckenhöhe von 5 oder sogar 6 nehmen. Was kommt oben alles hin? Lager. Lager, unten Lager, oben Lager. Korrekt. Quasi, okay, ja, dann kann man es ruhig auch wieder hoch machen, so Weil es sind wie ja in. immerhin Speichergebäude. Ich Ja, spring mal runter, es müsste eigentlich Nacht sein. Na genau. Jupp, wir können. Gucken wir mal, ob es sofort Nacht wird. Tag. Oh, ich sehe gerade, der Chat rennt bei mir noch. Dadurch weiß ich, dass der Sonnenschein oben ist. Ah ja, ich wollte gerade nachgucken. Ich schreib mal. Ja. Ja. Jetzt ist er nicht mehr da. Aber er wird gleich wiederkommen. Richtig. Ich lasse den Chat mal an für Notfälle. Genau. Jetzt ist er wieder da. Bei mir ist nicht so schlimm, wenn er eingeblendet ist. Das ist korrekt. Achso, ich wollte ja gucken. Ah ne, doch nicht. Wollen wir erstmal hier hochziehen. Das Ganze. Genau, zeig mal Das her. sind jetzt 3, 4, 5, 6, 7. Oh, tut das weh? Anderthalb Herzen. 1, 2, 3. Warte mal, das sind ja schon 3 unten, ne? Ne, 2. 1, 2. Also 5, 6, 7. 1, 3, 4, 5, 6, genau. Korrekt. Ouch, zieht immer anderthalb Herzen ab. Jetzt habe ich noch 4,5. So, jetzt muss ich mir langsam was essen. Ja, Es tut langsam gut. weh. So. Ja, noch eine hoch. Ouch. Ich weiß nicht, ob ich noch Leitern drin habe, sonst gucke ich mal schnell im Lager nach. Gut abgefedert durch den Holzblock. Hätte jetzt eigentlich keinen Schaden bekommen, aber der Span hat sich in meinen Fuß reingedrückt. Zack. Ui. Ah, sowas So, tut weh. weiß gebrannter Ton. Haben auch nicht mehr so viel. Okay. Von den hellgrauen auch nicht mehr. Aber normal gebrannter müsste dann auch ordentlich da sein, ne? So viel auch wieder nicht. Das wäre wahrscheinlich eher mein Favorit. Den habe ich ja gerade ordentlich schon benutzt. Der war ordentlich voll. Genauso wie den. Den habe ich fast alle gemacht. Der rote, ja, der gelbe. Nee. Da hatte der Fiene schon recht. Das sind zu grelle Farben. Genauso wie der Richtig, sind zwar blaue. warm, aber zu greller im Texturenpaket im Vergleich zum Orangenen. Korrekt. So, ich bringe jetzt mal drei Farben mit: Weiß, hellgrau und Und normalen. genau, normal können wir auch testen. Normal geht immer.
Ich wollte Leiter mitbringen. Richtig. Und wieder Kehrtwend. Wenn wir noch welche haben. Ich glaube, wir haben noch welche irgendwo rumoxidieren. Zack, 6 Stück. Sehr schön. Doch so viele. Ja, heute geht auch langsam zur Neige. Warte mal, dann nehmen wir da nicht das gute Eichenholz, sondern mal was, das viel da ist, wie dieses Birkenholz. Birkenholz habe ich in letzter Zeit sehr viel gebraucht. Nicht so viel gebraucht, meine ich. Meinte ich natürlich. Wird natürlich auch sehr oft genutzt zur Verschilderung. Wo ich ja auch noch einen Laden brauche. Hier Schilder und Co. Ein Schilderladen? Ja. Solche Läden sind ja im Treibenland grundsätzlich verboten. Ich weiß nicht warum. wir hatten da mal einen Gast, der hat viele Schilder aufgestellt. Es hat den Hunsgauer Bürgermeister total verwirrt. Das kann nicht meine Wenigkeit gewesen sein, das war jemand anders. Ja, genau, der hieß zwar auch Cedric, aber es war ein anderer Cedric. Ach so? Ein Doppelgänger von dir. Jetzt echt? Der wollte auch, Bürgermeister werden. Ist einfach mal so. Ja. Daran kann ich mich noch erinnern. An die Bewerbungskarte quasi, die Baukarte. Mit wie viele Schilder waren es? Keine Ahnung, viel zu viele. Aha. Nee, aber den kennst du nicht. Du warst ja nicht da, oder? Der sah nur aus wie du. Ich weiß nicht. Meinst du jetzt indirekt mich? Nee, aber der Hunsgauer Bürgermeister liest nicht so gerne Schilder. Das stimmt, der verirrt sich eher. Das ist die nächste Frage, mit dem Prömpel in der Mitte oder ohne? Prömpel in der Mitte oder ohne? Ich komm mal wieder. Dann kann man sich das mal von unten anschauen, was du fabrizierst. Schauen wir mal. Mit oder ohne Prömpel? Ich meine, ich habe immer gern große Fenster quasi. Ich meine, man kann die Fenster vorne ruhig größer machen. Weil sind ja auch bleiben die Eingänge dann so offen unten? Ja. Oder kommt. Ja, dann könnte man wirklich mit großen Fenstern arbeiten. Also, ja, das könnte man wirklich tun. Ja, kannst du es dir dann auch nochmal anschauen, aber die großen, die wirken so schön wuchtig. Also schön groß, kommt viel Licht rein. So, das war jetzt hellgrau. Zack. Das ist hellgrau, okay. Und der rechte, ist das der normale? Oder auch ein grauer? Das ist normal, ja. Das ist jetzt weiß. Das ist weiß. Ich meine, weiß schaut immer schön aus. Ich liebe den weißen irgendwie. Ja, das schaut irgendwie so nobel aus. Müsste mal aufhören zu springen hier. So, warum springe ich eigentlich? Ich habe da genug Leitern mitgenommen. Also eben, du hast ja extra eingepackt, die Leitern. So, zack. Zack. Provisorisch mache ich die mal überall hin. Hoppla. So, jetzt komme ich mal runter, ja. Genau, schaust du das selber mal an. Von den Fenstern her. Es fehlt natürlich noch das Glas, damit es dann richtig wirkt. Das stimmt. Da ist die Frage, also was soll da eigentlich rein, normales oder gefärbtes Glas? Normales wäre eigentlich am besten. Ich habe hier unten mal ein Glas schon mal gebrannt. In diesen oben. Level 50 übrigens, mal wieder. Cool. Cool. So, Glasscheiben. Ich gebe dir mal ein bisschen. Kannst du mir ein bisschen behilflich sein? Klar. Ich habe eine Behutsamkeit, hier Werkzeug. Das heißt, falls irgendwas schief geht, ja, kannst du es reparieren.
Ich habe das alles auf Tasche. Mal. Kann man da von unten bauen? Ja, ah, ja. Geht. Das ist gut. Kann das sogar von ganz unten machen, also hier vom Holzstamm. Ah, ich sehe es gerade. Mhm. Zack, so. Zack, zack. Mhm. Gut. Dann nochmal von unten schauen. Na, das jetzt hier. Ist doch mal was ganz anderes schon wieder. Ja, mit Fenster. Ja, mit diesen Quadraten in der Mitte oder ohne? Also mit diesen Quadraten sieht es für mich schon etwas besser aus, weil da kommt da oben noch eine Etage, wo was eine flachere Etage ist, ja, das könnte klappen. Man darf ja das auch nicht außer Acht lassen, dass das zwei verschiedene Häuser sind, aber als gesamtes Haus gefasst wird. Also es wird sozusagen ein Dach. Das Dach wird aber nicht so spitz werden, das wird ein flacheres Dach werden. Ja, mit den Fenstern sieht es richtig gut aus. Ja, da würde ich das in der Mitte wegnehmen, den Schnösel. Ja, in dem Fall auch. Also ohne den sieht es besser aus. Ja. Schön groß, lichtdurchflutet. Definitiv. Und bei so Hafen- und Hallenkonstruktionen kann man ruhig große Fenster einbauen. So als Putzumkleid, ja. I have me verbaut. Genau, von hier hinten, ne? Schwupp. Ja, muss ich es auch nochmal anschauen. Ja, ja. Also ich tendiere gut zum Hellgrau. Hellgrau, ja. Oder? Ich hätte gesagt auch entweder weiß oder hellgrau. Dann hebt es quasi von unten ein bisschen ab, aber nicht zu extrem. Guck nochmal von vorne. Hellgrau. Ich habe ja auch noch ein bisschen was im Inventar, was jetzt. Ich meine, weiß ist edel, aber hellgrau passt vielleicht besser zu diesen Industriegedanken. Zur Dekoration passt. Da kommt nachher ein Block hin. Den darf man nicht vergessen. Es wird schon wieder etwas dunkel. Jupp. Wobei, da kriegt man auch gleich eine ganz andere Sicht drauf, wenn es dunkel ist. Stimmt. Das stimmt. Ich habe aber gerade keinen Shader drin, den kann ich ja da mal kurz reinmachen. Ich habe ja auch keinen, aber da wirkt das Graue und das Weiß ja auch recht gut in der Nacht. Ja, ne? Mhm. So, die erste Folge ist dann bei mir auch zu Ende. Jetzt schlafen gehen, ich glaube es ist schon soweit. Jupp, Sonnenschein schreibt sogar schon, wir sollen schlafen. Uiuiui, nichts überstürzen. Er hat diesmal ein Bett mitgenommen und da geht's auch ratzfatz. Ich habe neben dem Bett unabsichtlich was platziert. Unabsichtlich, das werden wir in der nächsten Folge abbauen, diese Säule, die sehr interessant ausschaut. Meine lieben Freunde, bis dahin, ciao ciao. Ciao ciao.